Na, guten Morgen, meine Guten. Ich habe gerade meinen Rundgang ums Auto gemacht. Es ist alles in Ordnung. Und, clever wie Klausi war, bin ich doch gestern Abend, als der hinter mir dann weg war, wo wir gekommen sind, stand ja hier am Ende vom Halteverbot, vom Nicht-Halteverbot einer. Also, wo das Halteverbot zu Ende war, stand einer. Und deswegen habe ich ja bloß hier vorne mich herstellen können. Und da ist dann aber weggefahren. Und clever wie Klausi ist, hat er sich natürlich die paar Meter zurückgeschoben. Also das Übliche wie immer. Wir haben nach hinten Luft, können noch ein Stückchen nach hinten fahren. Wobei der hier, der kleine Rote hier, nicht so dicht dran steht wie sonst immer der Graue, der sonst immer hier steht. Der steht wahrscheinlich heute weiter vorne. Ja, meine Guten. Jetzt werden wir uns ins Schehen werfen. Wir fahren jetzt nach Wallersdorf abladen, dann noch neu fahren, laden und dann noch nach Leipzig abladen. Und dann ist Feierabend. Ein Verkehr hier heute, das ist ja nicht zu fassen. So, meine Freunde, also, zwick mal auf, ne? Ah. So, meine Lieben. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, jetzt passt's. Licht an. Ein Stückchen zurück. Also wie schon gesagt, der Rote hier steht nicht so weit dicht dran wie der Graue sonst immer. Aber ich fahre trotzdem lieber noch ein Stückchen zurück. Kann ja nichts schaden. So, jetzt kommen hier ein Haufen Autos. Und jetzt können wir los. Eine Suppe hier, hä? Ekelhaft ekliges Wetter. 2 Grad sind bloß. 1,5 sogar bloß. Ja, meine Lieben. So sieht's aus. Jetzt fahren wir nach Wallersdorf. Und laden ab. Und dann geht's ab nach Neufahren laden. Für Leipzig. Aber das habe ich euch ja alles schon erzählt. So, mal gucken, ob hier vorne ein Elflein steht. Bei der Karosserie, bei den Karosserien. Nee. Stehen gar keine Autos da. Gar keine Autos bei den Karosserien oder was oder wie? Doch, ein Elflein steht da. Den habe ich bloß nicht gesehen durch den Nebel. So, wir fahren jetzt hier einmal ums Viertel und dann gleich Neutraubling auf der Autobahn. Dann sind wir kurz vor 9:30 sind wir dann in Wallersdorf, 9:30 haben wir Termin. Ich muss hier immer ein bisschen weiter ausholen in den Kurven, weil ich halt durch den längeren Auflieger sonst hier alles platt mache, ne? Mit meinen großen Rädern.
deswegen muss ich ja hier immer ein bisschen weiter ausholen, damit ich um die Kurven komme. Mit einem kurzen Auflieger geht das besser. Da brauchst du nicht ganz so weit ausholen. Bloß, falls ihr euch mal wundert, dass ich hier in den Kurven immer so weit aushole. So, jetzt fahren wir heute mal hier nicht links, sondern rechts. So, und dann fahren wir hier ein Stückchen hoch und dann geht es nämlich schon auf die A3 Richtung Passau. So, meine Guten, dann drückt man mal die Daumen, dass das hier heute schnell geht, weil wir wahrscheinlich ja in Neufahren dann eine Weile stehen müssen. Dort wird es wohl nicht ganz so zügig laufen, wie wir uns das vorstellen. Der Hansi stand gestern auch ewig, über 3 Stunden. Der musste heute in Landshut laden. Ich denke mal, da hat er die Gelenkwellen geladen. Wir laden ja eigentlich in Landshut immer die Gelenkwellen für Imperial DP World. Und da denke ich mal, da hat er die Gelenkwellen geladen, wo ich das letzte Mal bloß das halbe Auto voll hatte und dann praktisch noch den Rest zuladen konnte in Dingolfing, falls ihr euch daran entsinnen könnt. So. Jetzt können wir ja wieder so rumfahren, jetzt ist ja die Straße wieder offen. Ist ja nicht mehr gesperrt jetzt hier. Ja, ich hoffe ja mal, dass es hier zügig geht. Aber bis jetzt haben wir eigentlich nie lang gebraucht hier. Stunde, anderthalb waren wir meistens durch. Von der Ankunft bis zur Abreise. Ne, bei Edeka geht es aber nicht so richtig vorwärts hier. Ein riesen Loch buddeln die da hier. Wollen die das unterkellern oder was? Oder was bauen die hier noch? Denn hinten haben sie ja schon die Halle stehen vom Edeka. Zeige ich euch nachher, wenn wir vorzufahren. Da hatten sie schon, da steht ja schon, riesen 1000 Pfeiler stehen ja da schon. Also die Halle steht noch nicht, aber 1000 Pfeiler stehen ja da schon. Hier ist aber noch nicht so richtig raus, was das hier wird. LKW-Parkplatz, Versand. Warenannahme. Da hatten sie 3 Schilder. LKW-Parkplatz, Versand, Warenannahme. Aber was das jetzt eigentlich ist, das ist noch nicht so richtig raus. Habe ich noch nicht rausbekommen hier. Was hier Waren angenommen und versandet wird. So.
wo die Straße gebaut worden ist, sind wir ja von da gekommen. Ne? Und gerade über den Kreisverkehr. Und jetzt fahren wir ja auf 9 Uhr raus. 6 Uhr rein, 9 Uhr raus. 12 Uhr gibt's nicht. Da ist nichts. Gibt nur 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr. 12 Uhr haben sie abgeschafft hier. Ja, ich denke mal, früher oder später werden sie ja auch noch eine Anschlussstraße machen und hier noch irgendwas hallenmäßig bauen. Könnte ich mir gut vorstellen. So, dann gucken wir mal, wie viel los ist. Ja, wenn wir in der N müssen, müssen wir hier hinten rein. Hier, wo das Gittertor ist, das gestreifte. Ist aber ganz schön viel los, mein lieber Mann. Ganz schön Betrieb. Alter Franz. Stellen wir uns hier her. So ein bisschen zurück noch. Muss ich mich doch noch abschneiden? Das gibt's doch nicht. Mann, Mann, Mann. Jetzt hat's gepiept. Jetzt hat's gepiept. Habe ich nicht rangereicht. Mit dem Arm. War der Arm zu kurz. So, meine Freunde, wir fahren jetzt nach Neufahren. Und ich muss euch was erzählen. Diesmal geht es nicht um mich. Diesmal geht es um einen anderen LKW-Fahrer. Ich will mal sagen, viele von euch kennen ihn ja. Sascha Möbelkutscher. Sascha, Grüße gehen raus an dieser Stelle an dich, an deine Familie und vor allem an den neuen Erdenbürger. So. Jetzt wisst ihr es ja eigentlich schon alle, was passiert ist. Also, Sascha Möbelkutscher hat Nachwuchs bekommen. Seine Frau hat einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Etwas früher als geplant war, aber gesund und munter. Also Leute, schaut Sascha Möbelkutschers Video an und gratuliert ihm zu dem neuen Erdenbürger. Wer es noch nicht getan hat. Ja, es gab ja wohl irgendwie Probleme und dann musste Sascha sogar umkehren auf seiner Tour und seine Firma hat ihm das ermöglicht. Hochachtung an diesen Chef, der sowas ermöglicht hat. Grüße an Herrn Westerfeld gehen auch raus. Solche Chefs wünscht man sich nur. Wer solche Chefs hat, kann sich nur glücklich schätzen. Ja, weil Saschas Frau plötzlich ins Krankenhaus musste, da gab es Komplikationen, Blasensprung und ja, was dann halt so alles dazugehört. Ne? Zum Glück hatte er jemanden, der sich um seine Kinder gekümmert hat, während er flugs nach Hause geeilt ist. Also Leute,
Sascha, nochmal alles Gute für dich und die, deine Frau und den neuen Erdenbürger. Viel Spaß den kleinen Geschwistern mit dem ganz kleinen Geschwist. Und ja, also dann alles Gute euch Fünfen. So, und wir eilen jetzt nach Neufahren. Wir fahren ja dann gleich wieder Eschingen-Ost runter. Nicht erst übers Kreuz auf der A9. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Madame schickt mich Eschingen-Ost runter. Ich fass es nicht. Sonst hat sie mich immer bis zum Kreuz Neufahren vorgeschickt und dann den Schlenk ich außen rum. Hat sie sich wohl vom letzten Mal gemerkt, dass ich hier Eschingen-Ost runterfahre. Nee, doch nicht. Wie es aussieht, doch nicht. Sie schickt mich wohl doch auf der A9. Ja, natürlich. Natürlich schickt sie mich auf der A9. Die Dame. Mädel, das ist doch ein Umweg. Na, jetzt rechnet sie erst mal. Jetzt muss ich erst mal rechnen, ob ich hier richtig bin. Ah ja, ich bin hier richtig, ihrer Meinung nach. Ach nee, jetzt bin ich ja gespannt, wie lange wir jetzt hier brauchen. Hier sind wir in Neufahren. Was ist denn hier wieder los? Oh. Hier stehen da immer welche rum. So, hier bauen sie schon wieder. Ach leid, zu wenig, es liegt heute hier kein Schnee, ne? So, und hier fahren wir wieder links, ohne die Tante mit ihrem Rad umzuschubsen. Na komm, tritt mal in die Pedale, Mädel. Ich will auch da rum. Ist ganz schön die Kurve geschnitten.
So, jetzt zuckeln wir hinter der Dame hier hinterher, bis wir hinten sind. Wir dürfen ja jetzt hier nicht überholen. Doch hier können wir überholen. Hier haben wir genug Abstand. Hier ist immer was los auf der Straße. Na, da durfte hier alle parken, ne? Hier ist eigentlich Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr Halteverbot. Hier darf man nur nachts stehen. So, meine Guten, wir wollen aber heute hier nicht übernachten. Wir wollen heute hier reinfahren. Also dann, bis später, meine Lieben. Drückt mir die Daumen, dass es schnell geht. So, meine Guten, nach 3,5 Stunden Warten wurde ich jetzt endlich beladen in einer halben Stunde. Boah, guckt euch mal da hinten den Sonnenuntergang an. Ist das nicht der Wahnsinn? Scheiße, steht denn der wieder da? Mann, da kommst du doch nicht rum. Bin ich wohl nicht raus, der mal im Weg stand, den Spuren nach zu urteilen. Machst du dir noch selbe Auto kaputt dabei? Aber wenn du den der Vorderfront wegreißt, geht auch dein Auto kaputt. Mann, wie kann man sich nur so scheiße an die Einfahrt stellen? Ach, Leid. Manche denken aber auch überhaupt nicht nach, ne? Ist da vielleicht Auto? Da habe ich ja schon ganz links ausgeholt, ne? Noch weiter links ging ja gar nicht. So. Fahren wir noch bis Hermsdorf, 4,5 Stunden und dann ist Feierabend. Dann ist es 9:30. Muss eben noch links an mir vorbei, um dann rechts rüber zu fahren. Mal kurz abbremsen, mich links rüber lassen, hinter mir rechts rüber fahren. Geht nicht. Nur Chaoten auf der Straße.
Zumindest zeigt es mir jetzt keinen Stau an. Das ist schon erst einmal gut. Also wir fahren jetzt bis Hermsdorf und dann ist Feierabend. Was sagt denn da dazu, Leute? Pünktlich zum Feierabend fängt es an mit Regnen. Und wie dolle. Ach man, naja, mich interessiert es ja nicht. Ich sitze ja im Auto. Ich muss jetzt nicht nach Hause laufen. Ich sitze ja im Auto. Guckt euch das an. Bloß gucken, dass wir einen schönen Parkplatz finden, wo wir nicht großartig rangieren müssen. Da habe ich nämlich jetzt keine Lust dazu, noch großartig zu rangieren. Irgendwie hat das hier mit dieser Scheibenwischwaschdingens, nicht wasch, Scheiben, automatischen Scheiben hin und her. Scheibenwischautomatik. Mensch, jetzt hab ich's. Der automatische Scheibenwisch hin und her, ja. Scheibenwischautomatik. Haut irgendwie nicht hin. Dafür, dass hier Parkverbotszone ist, stehen hier aber recht wenig rum, ne? Das interessiert die nicht. Schlafen sogar hier. Alter. Hier ist was los. Auf jeden Fall schaffen wir es in 4:30. Wir sind fleißig, wir schaffen es in 4:30. So, müssen wir mal gucken, wo wir uns jetzt hinstellen. Hier. Hier neben den. Da fahren wir so. Und so und so. Und so. Und hier rein. Dass wir gerade kommen. So, meine Freunde. Jetzt haben wir es geschafft. Ich bin auch geschafft. Ach, Mann, Mann, Mann. Diese Rumsteherei überall, das nervt. Aber man kann es ja auch nicht ändern. 2,5 Stunden in Wallersdorf, 3,5 Stunden in Neufahren. Nee, normal ist das nicht. Jetzt haben wir 7 Stunden 28 Lenkzeit und 14 Stunden und 4 Minuten Schichtzeit. Ja. Ja, da kommen wir heute nirgends mehr hin. Also selbst wenn ich jetzt wählte, könnte ich noch eine Viertelstunde dann fahren, wenn ich die Dreiviertelstunde Pause gemacht habe. Also Leute, bei aller Liebe, aber irgendwann mal ist Schluss. Wir machen jetzt schön Feierabend, essen schön Abendbrot noch ein bisschen was. Nicht mehr allzu viel, nur noch eine Kleinigkeit. Und dann gucke ich nochmal nach euren Kommentaren und dann geht's ins Bett. Mein Bett finde ich heute nett. Also meine Lieben, dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen früh um 7.
Tschüss.